Auf einen belgischen Meister im Rollski wurde seit 22 Jahren gewartet. Denn die letzte Meisterschaft in dieser Sportart wurde 1992 ausgetragen. Der Rollskisport ist eine Ausdauersportart, die es bereits seit mehreren Jahrzehnten gibt. Ursprünglich hat er sich als Sommertraining für Skilangläufer in klassischer Technik entwickelt. Mit dem Aufkommen der Skating-Technik wurden hierfür spezielle Rollski entwickelt. Dabei entwickelte sich der Rollskisport von der Trainingsdisziplin zu einer echten Wettkampfsportart. Am Sonntagmorgen nun also die erste Meisterschaft nach über zwei Jahrzehnten. Und wie immer in dieser Sportart zählten die an den Start gehenden Ostbelger zu den Top-Favoriten. Der beinahe makellose Asphalt der Rennstrecke von Francorchamps bot eigentlich ideale Bedingungen für die Athleten. Aber der Regen machte das Rennen zu einer wahren Herausforderung. Es ist ein sehr gutes Asphalt, aber in der Innenseite von die Strecke gibt es ein bisschen Rubber von die Formel 1 Reifen. Und das ist ein bisschen Glatteis. Der belgische Meistertitel im Rollerski wurde in zwei Teilen ermittelt. Erst mussten alle Athleten gegen die Uhr antreten und im Einzelzeitfahren auf die Strecke. Besonderheit war hier, dass die Rollskifahrer in die entgegengesetzte Richtung der Rennstrecke fuhren. Aus dem einfachen Grund, da eine Abfahrt der Rodeon-Kurve als zu gefährlich eingestuft wurde. Nach dem Einzelzeitfahren zeichnete sich schon ab, dass der belgische Meistertitel auf jeden Fall den Namen Langer tragen würde. Thierry Langer hatte nach dem ersten Durchgang 8 Sekunden Vorsprung auf seinen ärgsten Konkurrenten Thorsten Langer. Mit diesem knappen Vorsprung ging es beim Verfolgungsrennen auf die Strecke und Thierry Langer konnte diesen Vorsprung bis zur Zielankunft sogar bis auf 30 Sekunden ausbauen und wurde somit zum ersten Mal in seiner Karriere belgischer Meister im Rollerski. Ein Titel, der so in der Form auch ein bisschen eingeplant war. Ich habe schon insgeheim damit gerechnet, habe mich jetzt bis jetzt schon ziemlich gut vorbereitet. Der Winter fängt ja jetzt bald an. Ich habe auch die letzten Jahre nicht mehr hier in Belgien gelaufen und es ist echt nochmal schön, einen belgischen Titel jetzt zu tragen. Die belgischen Meisterschaften im Rollerski sollen nun aber regelmäßig stattfinden. Eine Idee, die aufgrund des Schneemangels in der Region auch durchaus Sinn macht.